Hi, ich bin's. Erneut. Heute mit einer Art Weihnachtsspecial für euch. Also eigentlich ist es kein Weihnachtsspecial, sondern eher ein Weihnachtsferienspecial, weil während der Weihnachtsfeiertage habe ich echt keine Lust gehabt, irgendwas am Computer zu machen oder zumindest nicht Lust gehabt, irgendwas Sinnvolles. Also sinnvoll ist das natürlich nicht, was ich da mache, aber zumindest nicht mit euch reden. Reden will ich auch nicht mit euch. Gut. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage gut überstanden. Die Leute unter euch, die orthodox sind, hoffe ich, haben dann irgendwann mal noch schöne Weihnachten. Und die Leute, die überhaupt nicht Weihnachten feiern, naja, ihr habt zumindest freie Tage gehabt, oder? Die Leute, die schon Geschenke gekriegt haben. Ich hoffe, es waren schöne Geschenke. Ich kann mir es zwar nicht vorstellen, weil keiner von euch ist ein guter Mensch und nur gute Menschen sollten tolle Geschenke kriegen vom Christkind. Warum seid ihr keine guten Menschen, wollt ihr wissen? Nun, weil ihr euch das anschaut. Das habe ich doch schon mal gesagt, oder? Ja, ich habe natürlich tolle Geschenke gekriegt, weil ich bin ein guter Mensch. Allerdings hat sich vor einigen Tagen, ich glaube gestern oder vorgestern, keine Ahnung, ich habe das Ding erst jetzt wieder in die Hand genommen, ein Kind auf mein Headset gesetzt. Das ist jetzt abgebrochen. Da. Flip, flip, flip. Flip, flip, flip. Habt ihr das gehört? Ja. Ich kann noch aufnehmen, bis zum Kauf eines neuen Headsets müsst ihr einfach damit leben, dass ihr mich nicht mehr sehen werdet. Jetzt wollte ich das noch machen, weil jetzt werde ich dann wegfahren aus Wien. Etwas später, als ich zuerst gedacht habe. Eigentlich wollte ich schon früher fahren, aber jetzt werden wir es erst morgen machen. Kann man auch nichts machen. Also euch kann es eh wurscht sein, ob ich wegfahre oder nicht. Den einzigen, denen es nicht wurscht ist, sind meine VWA-Schüler. Denn alles, was sie mir bis heute Abend geschickt haben, kann ich mir noch mitnehmen. Dort, wo ich hingehe, gibt es kein Internet. Deswegen werde ich dann auch nichts hochladen. Ja, ihr müsst dann quasi eine Woche ohne mich auskommen. Also keine Dings, keine Videos oder sonst irgendwas. Da müsst ihr euch die alten Sachen anschauen. Soll ich noch jemanden grüßen? Ich weiß es nicht. Michi wollte ich grüßen. Immerhin hat er noch einen etwas seltsamen, aber doch Adventkranz mir geschickt. Grüß dich, Michi. Ja, und damit ihr noch irgendwas Sinnvolles macht, schaut mal, ich bin da verbunden. Ich war gerade beim Blutspenden vorhin. Das solltet ihr auch tun. Blutspenden ist gut. Nein, solltet ihr nicht. Die meisten Leute, die bei mir schauen, sind noch keine 18, die dürfen noch gar nicht. Aber wenn ihr schon 18 seid, also für die Wahnsinnigen, die schon mit der Matura fertig sind, oder die kurz davor sind und tatsächlich schon 18 sind. Blutspenden ist was Tolles. Na, eigentlich ist es nicht. Du wirst gepikst. Aber danach kriegst du was zu essen. Gratis. Und wenn du es oft genug machst, kriegst du sogar ein Merci. Oder zwei. Oder eine Flasche Wein. Oder was weiß ich. Irgendwas halt. Die freuen sich in der Blutspendezentrale. Und geheizt ist dort auch. Gut. Das war's schon wieder. Wir sehen uns im neuen Jahr. Die 7C und die 7B vergessen bitte nicht, dass sie nächste Woche, übernächste Woche, nicht nächste Woche, übernächste Woche, also die zweite Jännerwoche, nach Linz fahren werden. Bitte vergesst nicht, Geld einzusammeln. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es ist, aber es war ein wenig. Ich habe es jedem gesagt. Und in jeder Klasse sammelt irgendjemand das Geld ein. Also nicht vergessen. Und die 6C bitte vergisst nicht, wir fahren am Dienstag, am ersten Dienstag nach Ferienende in die Kläranlage. Hurra, das wird schön, weil dort wird's stinken. Und mit etwas Glück können wir dort auch irgendein hässliches Kind in einem Klärbecken versenken. Oder wir versenken ein hübsches Kind. Ich bin da sehr vorurteilsfrei. Ich versenke jedes Kind. Gut. Und sonst wünsche ich euch noch viel Spaß mit meinem Let's Play danach. Ich bin mir nicht sicher, ob es das Let's Play bereits ist, in dem der Zweite Weltkrieg beginnt. Da werde ich dann selbst auch beteiligt sein. Also für all jene, die es interessiert.
In dem Let's Play, das noch kommt, beziehungsweise in einem der nächsten, wird dann der Zweite Weltkrieg beginnen und da werden wir schauen, ob wir bestehen können. Bis dann. Willkommen zurück bei unserem Let's Play Victoria 2. Das ist jetzt das Let's Play Nummer 51 bereits. Wir sind kurz vor dem Jahr 1900, das heißt die Jahrhundertwende ist kurz davor durchgeführt zu werden. Letztes Mal haben wir vor allem eine Rebellion in Italien niedergeschlagen für unsere guten Freunde, den Papst und seine Genossen, damit sich nicht Italien gründet. Das wollen wir auf keinen Fall da im Süden von uns. Dass wir da noch einen relativ mächtigen Staat bekommen, der möglicherweise einen Kriegsgrund gegen uns hat und die würde er haben für alle möglichen Sachen. Ich weiß eigentlich gar nicht, gehört das schon? Ja, tatsächlich. Das ist schon alles jetzt in meinem Kerngebiet, nur Treviso noch nicht. Na gut, soll sein. Wie ist das mit diesen Gebieten hier? Die sind noch nicht in meinem Kernprovinz. Nein, noch keine Kernprovinzen. Das hingegen schon. Sehr gut. Tja, Deutschland hätte da ganz schön viele Gebiete, die sie gerne hätten von uns und oder Frankreich. Sardinien. Versucht Italien zu gründen, wird es nicht schaffen, hoffentlich. Genau das gleiche versucht beider Sizilien und in gewisser Weise wahrscheinlich auch der Vatikanstaat. Das ist etwas, was ich vielleicht das nächste Mal versuchen sollte, mit dem Vatikanstaat Italien gründen. Das ist sicher am schwierigsten. Mit beider Sizilien habe ich es schon mal geschafft und mit beider Sizilien ist es schon schwierig, weil Sardinien von Anfang an von Frankreich unterstützt wird. Naja, soll sein. Wie ist das mit Frankreich eigentlich? Mögen uns die noch? Ja. Gut. Sind mit uns und mit Russland verbündet. Russland hat natürlich kein Bündnis mit uns. Warum eigentlich? Sie werden nicht akzeptieren. Sie hassen uns. Ich hasse sie. Ich mag Russland echt überhaupt nicht. Aber das ist gegen Russland Krieg zu führen, das ist so fürchterlich wegen dieser riesigen Riesigkeit ihres Landes. Na gut, machen wir weiter. Schauen wir mal. Gegen Deutschland will ich auch keinen Krieg führen. Da stehen diese 73.000 Typen rum. Und tun ganz betroffen. So, wir sind noch immer Erster. Ah, Russland hat doch Krieg geführt, jetzt doch Krieg gegen China. Wir sind noch immer Erster und zwar relativ klar eigentlich. Es liegt daran, dass Frankreich praktisch keine Truppen hat. Und auch Großbritannien, die sind nur noch Vierter sogar. Aber das Problem ist, industriell ist Frankreich noch immer stärker, also obwohl wir schon vor Großbritannien sind. Na gut, mit dem integrierten Schienennetz sollten wir eigentlich noch stärker sein industriell. Das heißt, unsere Industriewerte, unser Industriebereich sollte weiter steigen. Bauen wir denen da auch noch ein paar Eisenbahnen rein. Marktvorschriften, sehr gut. Wirtschaftliche Verantwortung und noch einmal den diplomatischen Einfluss verbessern und unsere Fabrikskosten senken. Wir wollen diplomatische Kosten unseren Einfluss verbessern. Gut. Ja, mit 1900 könnten neue Technologien freigeschalten werden.
0. Hallo? 9 hat 0. Das war Russland, das war Großbritannien, Skandinavien, Frankreich, Japan, Skandinavien, Frankreich, Deutschland, Frankreich, Deutschland. So, Skandinavien fliegt hoffentlich aus den Großmächte-Ding raus. Chile führt auch eine Rebellion. Ich hoffe, die kommen allein klar damit, weil eigentlich möchte ich darunter nicht mit dem Schippernagel fahren. Spanien? Noch immer Spanien? Achso, stimmt, in Manila. Irgendwelche Nationalisten. Aber eigentlich sollten die da alleine klarkommen. Die brauchen echt nicht meine Hilfe. Hier ist genug Leute dort. Wir werden die Religionen dort beachten, natürlich. Ah. Schau, schau. Da werden ein paar Rebellen in Manila erledigt. Sehr gut. Und Portugal können wir auch. Oh. Wieso bin ich da auf neutral runtergegangen? Ach, geh. Arbeiten die da alle zusammen gegen mich? Ist das arg? Frechheit. Wenigstens da bin ich noch in Führung. Das schaut auch so aus, als könnte ich das wirklich kriegen. Na, schauen wir mal. Hervorragend, die Leute in Uganda sind weniger militant. Spanien kümmert sich um seine Rebellion. Frankreich hat seine Rebellion auch niedergeschlagen und ich glaube, die Franzosen schaffen, also und ich glaube, die Schweizer schaffen es auch, ihre Rebellion hinzubiegen. Ja, das sind schon wieder Rebellen, das gibt's ja wohl nicht. Ich muss meine Truppen etwas besser versorgen. Ich mache noch 60% drauf. Wow. Hey, die Sozialdemokraten haben wir sind gegründet worden bei uns im Land. Die Vorfahren der SPÖ, na schau an. Noch mehr Traktoren, diesmal in Bergamo. Wir könnten wieder was machen. Den 14-Stunden-Tag zum Beispiel. Das senkt unsere Luxusbedürfnisse. Oder den Sachmindestlohn. Da steigt der Mindestlohn. Verdienen die Leute mehr. Das macht zwar die Fabriken ein wenig weniger profitabel für die Kapitalisten. Und die Kapitalisten haben dann zwar weniger Geld, aber die besteuere ich eh weniger. Also so gesehen passt das schon. Wir sind Gjör angekommen, sehr gut. Gjör kriegt auch eine neue. So, wie heißt die jetzt? Das wird die 20. Armee, schauen. Nicht den Herrn Dankel. Viktor von Hartmann. Ha, der Herr Brudermann. Sehr gut, 20 Armeen haben wir dann in Österreich rumstehen. Das ist sehr gut, sehr gut. Ein internationaler Konflikt.
versuchen auch China anzugreifen. Was habe ich da wohl ausgelöst? Wollen wir da mitmachen? Auf der Seite Istanbuls auf keinen Fall. Das ist eine interessante Sache. Wollen wir Griechenland unterstützen? Wird sich irgendjemand für die Osmanen erweichen lassen? Wahrscheinlich eher nicht. Das ist ein sehr geringes Risiko. Oder vielleicht machen die Deutschen mit. Schauen wir mal. Nein, keiner hat den Osmanen geholfen. So, wir haben das Jahr 1900 und Skandinavien ist noch immer da drinnen. Okay, sie sind technologisch doch so weit, dass sie die Chinesen auseinandernehmen, wird es wohl sein, ja. Okay. Aus dem chinesischen Reich wurde ein großer Teil herausgeschlagen. Und so wie ich das sehe, Peru. Und so wie ich das sehe, wird das Venezuela. Japan. Hey. Und die alten Sozialisten sind aufgelöst worden. Hey, warte mal. Sind die neuen Sozialdemokraten vielleicht besser? Ah, die sind auch pazifistisch. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Volles Bürgerrecht ist ja ganz nett, aber... Und auch Protektionismus und Staatskapitalismus, aber der Pazifismus ist schon eine ziemliche Vorgabe. Ach weh. Na gut. So. Unsere letzten Reformen haben uns geldtechnisch ein wenig auf den an den Abgrund gebracht wieder. Toter General muss ersetzt werden. Heldstäb, Wittenberg, Dietrich, Eisner, Stolzer. Alles irgendwie nicht so. Die rechten Helden. Ah, nein, nehmen wir den. Was soll's? Der hat zwar keinen Bonus auf Angriff und Verteidigung, aber dafür aber keine Abzüge. Ein toter General. Hützendorf. Trunk. Nehmen wir den Trunk. Warum nicht? Das mag vielleicht nicht die sinnvollste Art und Weise sein, wie ich das mache, aber ist jetzt auch nicht schlecht. Ha! Skandinavien nicht mehr Großmacht. Osmanen sind jetzt Großmacht. Vielleicht hätte ich mich um die ein bisschen kümmern sollen in letzter Zeit. Die hassen mich fast genauso wie die Deutschen. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Warum eigentlich? Nein. Die hassen mich nicht noch mehr. Sie hassen mich weniger als die Deutschen. Immerhin habe ich ihnen noch nichts weggenommen.
Auf jeden Fall habe ich jetzt zwei Nachbarn, die mich nicht mögen und die Großmächte sind. Das gefällt mir nicht. Wie schaut es aus mit Chile? Hat er nicht die Rebellen auseinandernehmen können? Geht schon. Aber immerhin, durch dass das Skandinavien weg ist, sollte das jetzt hier in diesen Gebieten etwas freundlicher werden. Das heißt, mit Spanien gehen wir da auf 1 zurück. Wenn wir mal Griechenland in unserer Einflusssphäre haben. So, ihr. Wo geht's ihr hin? Vielleicht da an die Grenze nach Verona. Und geht's ja gleich an die osmanische Grenze nach Split. Na, Verona ist gut. Die 21. Armee geht dann nach Split. Falls wir noch eine machen, dabei habe ich eigentlich keine große Lust, neue Armeen zu bauen. Weil sich mein Geld wieder. Verschüßt. Ah, apropos Geld verschüssen. Wir könnten da 50% wieder zurückgehen. Das könnte geldtechnisch auch einen Vorteil bringen. Was ist damit? Wieso werden die eigentlich nicht abgemurkst von den Franzosen? Gneisenau ist jetzt eine Kernprovinz von Österreich. Das ist ja cool. Sehr gut, sehr gut. Das fängt schon gut an. Und wir können Griechenland in unsere Sphäre aufnehmen. Supi. Dann nehmen wir wahrscheinlich auch gleich das Bündnis anbieten. Sicherheitshalber. Obwohl, andererseits brauche ich das überhaupt? Nö. Fragend. Details. Gut, wir können jetzt bei der Armee mehr machen. Bei Industrie, Kultur, soziale Verstimmung. Antirationalismus plus 100% an Forschungspunkten und einen Haufen Prestigepunkte, die wir da gewinnen können. Das gehört schon uns. Antirationalismus. Dauert zwar eine Weilchen wahrscheinlich. Wie lang denn circa? Ja, ein Jahr und ein bisschen was sogar. Aber wenn wir es haben, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass wir recht viel Prestige erfahren kriegen. Mit deutscher Armee. Geht's euch noch gut? Härter arbeiten, schlauer arbeiten. Militant senken. Ach, schauen, die wollen wirklich ein Bündnis mit uns. Viele, viele deutsche Truppen. Das gefällt mir nicht. Wie schaut das aus Frankreich? Hat sich langsam erholt von dem Ersten Weltkrieg. Kann man euch langsam wieder gebrauchen.
im Kampf gegen irgendjemanden? Wahrscheinlich eher nicht. John Elliot Keynes. John Elliot Keynes war ein Gefolgsmann von John Stuart Mill. Sein Werk The Slave Power, Its Character, Career and Probable Designs aus dem Jahr 1862. Eine Verteidigung der Nordstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg machte in England großen Eindruck. Er schrieb über nicht miteinander konkurrierende Gruppen mit dem Arbeitsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt und war für sein Misstrauen der mathematischen Volkswirtschaftslehre gegenüber bekannt. Zu seinen Werken gehörten The Character and Logical Method of Political Economy und Some Leading Principles of Political Economy Newly Expounded. Tja. Noch ein Wirtschaftsphilosoph. Ecuador. Keinen scheinbar. Sachsen. Boah. Wir brauchen mal wieder einen Krieg gegen Deutschland. Der nervt mich zusehends. Indem er wieder versucht, die Leute von mir wegzukriegen. Nicht mehr investieren. Bayern. Baden. Ach weh. Wir brauchen mehr Truppen, braucht das Land. Sollen wir noch mehr Truppen bauen? Frage ich mich gerade. Deutschland baut immerhin auch auf, also so gesehen. Wo ziehen wir jetzt hin? Haben wir den Krieg gestartet? Nö. Großbritannien hat einen Krieg gegen China. Komisch das. Das sind sie wieder. Haben sie nicht mehr alle? Warum fährt der Zickzack quer durchs Land und dann wieder zurück? Edward Bernstein war ursprünglich ein fanatischer Anhänger von Marx und begann seine politische Karriere in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Okay, wahrscheinlich heißt er eher Edward Bernstein. Aber während seines späteren Exils in London kam Bernstein mehr und mehr zu der Überzeugung, dass die besten Methoden zur Etablierung des Sozialismus in einem industrialisierten Land gewerkschaftliche Aktivitäten und parlamentarische Politik waren. Der klingt nach einem vernünftigen Menschen. Er veröffentlichte eine Reihe von Artikeln, in denen er behauptete, die Ankündigungen von Karl Marx bezüglich der Entwicklung des Kapitals seien nicht wahr geworden. Er führte an, dass die Reallöhne der Arbeiter gestiegen waren und dass es nicht zur Polarisation der Klassen zwischen den unterdrückten Proletariern und den Kapitalisten gekommen war. Naja. Auch das Kapital hatte sich nicht auf wenige Menschen konzentriert. Bernsteins revisionistische Ansichten flossen sein äußerst einflussreiches Buch Die Voraussetzung des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie aus dem Jahr 1899 ein. Naja, okay. Der ist mehr ein gemäßigter Sozialdemokrat gewesen, offensichtlich. Komm schon, Deutschland. Ich habe dich da jetzt überall rausgehaut. Willst du nicht denen den Krieg erklären? Mach schon. Die sind jetzt eh gerade alle schwach. Noch immer aus dem Krieg gegen China eigentlich. Na gut. Oh. Portugal. Ich überlege gerade, wo wirklich bei Portugal aufhören sollten.
irgendwas zu machen. Das ist so sinnlos. Wir sind in der Verteidigung von den Gebieten, die wir selber, die wir haben, so gefordert, dass es sich kaum auszahlt. Betraut. Russland, Russland, Osmanen. Das gefällt mir nicht, dass die Osmanen mit den Briten ein Bündnis geschlossen haben. Das ist ein Entfernungsmesser. Aber die Osmanen sind so hinten nach technologisch. Was sollen wir die schon anhaben? Vielleicht sollte ich noch eine Kolonialarmee gründen. Beziehungsweise die Dinger, die ich da schon habe, eher da nach oben stellen. So, Vorratslimit, wir können nie überall leben. Expedition kehrt mit leeren Händen zurück. Wow, das ist aber schon lange her, dass wir die weggeschickt haben. Wir sollten es erneut versuchen. Wir sollten es erneut versuchen. Diesen Unsinn werden wir auf keinen Fall lassen. Gehst du mal nach Suez, sicherheitshalber. Und du gehst dann so weiter in den Norden, nicht daher. Und noch ein Schiff, das nach Sharm el-Sheikh gekommen ist. Ja, Bayern und Baden. Sag mal, spinnen die Franzosen jetzt? Haben sie die nicht mehr alle? Dass die auch dann meine Gebiete beeinflussen. Das ist sehr ärgerlich. Rechtliche Mittel. Nämlich schon 1% Angestellte im Reich. Ist eigentlich auch nicht so schlecht. So, wie schaut denn das aus mit meinem nationalen Foki? Da sind wir schon auf 3,17%. Schau. Und auf 2,7, 2,25 und 0,9 und 1,8. Naja. Und da sind wir immerhin schon auf 0,28%. Das dauert ja urlang. Vielleicht sollten wir noch einen zweiten auch. Na, wenn die da mit den 3,17 auf etwa 4% sind, werden wir die auch zu Bürokraten einteilen in den Kolonien. Mal schauen, ob wir da nicht noch ein bisschen Kolonien umarbeiten können. Schauen, das ist ja 1901 und nichts ist passiert, obwohl sie den Weltuntergang vorausgesagt haben für 1900. War angekommen. Wie ist denn jetzt Koto? Die haben ja jetzt gar keinen Verbündeten mehr. Vertraut mit den USA, ob die da einsteigen in das Ding. Na, fährt auf Sokoto. Was soll das schon bringen? Das ist echt zu mühsam, da Kriege zu führen. Und wenn die USA auf ihrer Seite einsteigt, dann ist es ein wirklich mühsamer Krieg und das wollen wir echt nicht. Na gut. Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis später dann.